Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute spreche ich über kleine Moleküle. Woher wissen wir, dass es H2O oder NH3 heißt und nicht etwa H4O oder NH2? Es gibt ziemlich einfache Regeln, wie Atome zu Molekülen zusammengebaut werden sollen. Der zweite Punkt, den ich vorstellen werde, ist die räumliche Anordnung dieser Atome. Auch hierfür gibt es relativ einfache Regeln und auch diese räumliche Anordnung ist in der Chemie ziemlich wichtig. Diese einfachen Regeln werden bei höheren Elementen etwas komplizierter. Deswegen werde ich dieses Video auf die ersten 10 Elemente beschränken. Und das sind sowieso die wichtigsten Elemente oder naja, fast die wichtigsten Elemente eigentlich, die es insgesamt gibt. Also dieses Video geht nur über die ersten 10 Elemente. Okay, was heißt eigentlich die ersten 10 Elemente? Dazu müssen wir uns nochmal kurz anschauen, wie ein Atom zusammengebaut ist. Und ein Atom besteht eben aus einem Atomkern und einer Atomhülle. Diese Hülle besteht aus Elektronen und im Kern sitzen die Protonen und die Neutronen. Und die Protonen sind positiv geladen, die Elektronen sind negativ geladen und im neutralen Atom entspricht die Anzahl der Elektronen genau der Anzahl der Protonen und so ist das ganze Atom dann ungeladen. Die Anzahl der Protonen im Kern entspricht jetzt der Ordnungszahl und die unterscheidet eben die Elemente voneinander. Also unterschiedliche Elemente haben unterschiedliche Anzahlen an Protonen im Kern und damit unterschiedliche Ordnungszahlen. Wichtig für die Chemie eines Elements ist allerdings die Anzahl der Elektronen im Kern, nicht die Anzahl der Protonen, aber die beiden Zahlen bestimmen sich ja gegenseitig. Das heißt, die Ordnungszahl bestimmt also auch die Anzahl der Elektronen in der Elektronenhülle und damit das chemische Verhalten eines Elements. Die ersten 10 Elemente, also die Elemente mit den Ordnungszahlen 1 bis 10 bzw. mit einem Proton im Kern bis zu 10 Protonen im Kern sind hier dargestellt. Das sind der Reihenfolge nach Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bor, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor und Neon. Neon dann mit 10 Protonen im Kern, also der Ordnungszahl 10. Hier kommen dann die Elementsymbole für diese Elemente. Das sind oft Abkürzungen der Namen dieser Elemente, zum Teil dann der lateinischen Namen oder griechischen Namen. Die chemischen Eigenschaften dieser Elemente werden von ihrer Elektronenhülle bestimmt und wir haben ja schon gesagt, da eben von Ordnungszahl 1 bis 10, also haben wir in der Hülle 1 bis 10 Elektronen vorliegen. Diese Elektronen liegen jetzt in der Hülle nicht als Teilchen vor, sondern für sie gilt der Welle-Teilchen-Dualismus. Ich habe dazu bereits ein relativ ausführliches Video gemacht, deswegen bringe ich das hier nur sehr kurz. Diese Elektronen sind in verschiedenen Atomorbitalen angeordnet, wobei jedes Orbital genau 2 Elektronen aufnehmen kann. Und diese Orbitale entsprechen sozusagen einer stehenden Wahrscheinlichkeitswelle, und zwar der Wahrscheinlichkeit, das Elektron an einem bestimmten Ort anzutreffen. Sie sind hier nur sehr schematisch dargestellt. Für die ersten 10 Elemente sind nur 5 verschiedene Orbitale wichtig, notwendig, ist ja klar, weil es sind ja 10 Elektronen, verteilen sich auf genau 5 Orbitale. Und zwar das 1s-Orbital, 2s, 2py, 2px und 2pz-Orbital. Diese Orbitale sind hier alle zusammen für ein Atom dargestellt, wobei ich das 2s-Orbital etwas dunkler gemacht habe als die p-Orbitale, damit man das besser unterscheiden kann. Und diese Orbitale unterscheiden sich in ihrer Energie oder im Energiegehalt der Elektronen, die in ihnen sind. Und sie werden von unten nach oben besetzt. Also die Orbitale mit niedrigster Energie werden immer zuerst besetzt und dann die mit höherer Energie. Und sie werden auch so besetzt, dass wir zuletzt ungepaarte Elektronen haben. Das heißt, zuerst werden einzelne Elektronen auf die Orbitale verteilt, wenn die energetisch gleichwertig sind, wie hier die p-Orbitale, und erst dann werden Elektronenpaare gebildet. Man kann diese Orbitale außerdem auch noch in Schalen zusammenfassen. Wir haben hier nur 2 Schalen vorliegen, weil wir uns auf die ersten 10 Elemente beschränken. Die erste Schale wird durch Wasserstoff und Helium aufgefüllt. Das ist nur das 1s-Orbital, welches ja 2 Elektronen aufnimmt. Ist beim Helium also voll. Die zweite Schale wird dann durch die 8 weiteren Elemente aufgefüllt und ist dann mit dem Neon aufgefüllt. Für die Chemie gibt es jetzt eine wichtige Faustregel, was schon fast die allerwichtigste Faustregel in der Chemie überhaupt ist. Und zwar, dass alle Elemente bestrebt sind, ihre Schalen entweder komplett aufzufüllen oder komplett leer zu räumen.
Und dafür gibt es, je nachdem, wie die Elektronenkonfiguration in diesen Schalen aussieht, unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können insgesamt genau vier verschiedene Gruppen unterscheiden. Wir fangen mal mit der Gruppe 4 an, dem Helium und dem Neon. Hier sind die Schalen ja schon aufgefüllt. Das Helium hat die erste Schale komplett aufgefüllt und das Neon die zweite Schale komplett aufgefüllt. Und deswegen handelt es sich hier um Edelgase, um Elemente, die eben nicht mit anderen Elementen reagieren möchten, die sehr zufrieden sind mit dem Zustand, in dem sie sich befinden. Als nächste Gruppe schauen wir uns kurz die erste Gruppe an. Diese erste Gruppe hat ein paar Elektronen zu viel, aber nicht sehr viele. Das Lithium zum Beispiel hat ein Elektron zu viel, das Beryllium 2 und das Bor 3. Und hier besteht die Strategie der Gruppe einfach darin, diese Elektronen abzugeben. Dann bleiben natürlich positiv geladene Teilchen zurück, weil die ja dabei negative Ladung verlieren, wenn sie Elektronen abgeben. Und zwar beim Lithium und beim Wasserstoff bleibt genau eine positive Ladung zurück, also einfach positiv. Sogenannte Ionen bilden sich dann. Beim Beryllium bleiben zwei positive Ladungen zurück und beim Bor 3. Eine weitere Gruppe, bei der die Strategie relativ einfach zu verstehen ist, ist die Gruppe 3. Hier fehlen ja Elektronen in der Schale und zwar nur wenige Elektronen, um diese Schale komplett aufzufüllen. Beim Fluor fehlen ein Elektron und beim Sauerstoff fehlen zwei Elektronen. Und diese Elemente können so reagieren, dass sie einfach solche Elektronen aufnehmen. Dann entstehen negativ geladene Teilchen, negativ geladene Ionen. Beim Fluor, wenn es ein Elektron aufnimmt, entsteht ein einfach negativ geladenes Ion, das Fluoridion. Beim Sauerstoff, wenn es eben zwei Elektronen aufnehmen muss, entsteht das zweifach negativ geladene Sauerstoffion-Oxidion. Es gibt noch eine weitere Strategie, über die ich heute schwerpunktmäßig sprechen möchte, die bei der Gruppe 2 vorherrscht. Und zwar werden hier aus Atomorbitalen, die nur ein einzelnes Elektron enthalten, in Reaktion mit anderen Elementen Molekülorbitale gebildet. Und der Trick dabei ist, dass die Elektronen, die sich in diesen Molekülorbitalen befinden, zu den Schalen beider beteiligter Atome dazu gezählt werden können. Also das wäre eine weitere Möglichkeit, zusätzliche Elektronen dazu zu gewinnen für die Atome. Und diese Möglichkeit wird eben von der Gruppe 2 umgesetzt. Ich hatte in einem vorherigen Video bereits gezeigt, wie sich solche Molekülorbitale aus einzelnen Atomorbitalen bilden können. Deswegen mache ich das hier nur sehr kurz und knapp. Hier haben wir zwei Wasserstoffatome vorliegen. Dieser Punkt bei den Wasserstoffatomen entspricht jeweils einem Elektron. Also jedes Wasserstoffatom hat ein Elektron. Und diese beiden Atomorbitale der beiden Wasserstoffatome können miteinander kombiniert werden, um ein gemeinsames Molekülorbital zu bilden. Und dieses Elektronenpaar, was jetzt in diesem Molekülorbital sich befindet, zählt dann eben zu den Schalen beider Wasserstoffatome. Das heißt, jedes von diesen Wasserstoffatomen hat jetzt zwei Elektronen in seiner Schale und ist damit, gehorcht damit der Oktettregel, ist also chemisch ausgeglichen. Nach dieser Regel können also so viele Molekülorbitale von einem Atom gebildet werden, wie es ungepaarte Elektronen in seiner äußeren Schale hat. Schauen wir uns jetzt doch einmal an, was das für die verschiedenen Elemente bedeutet. Also beim Wasserstoff haben wir es gesehen, es kann genau eine kovalente Bindung ausbilden. Das Bor kann demzufolge drei solche Bindungen ausbilden, Kohlenstoff 4. Stickstoff hat drei ungepaarte Elektronen, kann also auch drei solche kovalenten Bindungen ausbilden oder Molekülorbitale ausbilden. Sauerstoff 2 und Fluor nur eines. Schauen wir uns zunächst einmal beim Kohlenstoff an, wie das dann konkret aussieht. Wir haben hier also in der Mitte ein Kohlenstoffatom. In seiner äußeren Schale sind vier ungepaarte Elektronen vorhanden, also vier Atomorbitale, die jeweils nur ein Elektron enthalten. Und dazu haben wir vier Wasserstoffatome. Jedes dieser Wasserstoffatome hat auch ein Atomorbital mit nur einem Elektron. Und wir können jetzt immer zwei Atomorbitale zu einem Molekülorbital kombinieren und bekommen dann eben ein Kohlenstoffatom, was mit vier Wasserstoffatomen verknüpft ist. Wenn wir es abzählen jetzt, jedes Wasserstoffatom hat zwei Elektronen in seiner äußeren Schale, weil jeder dieser Striche zählt für ein Elektronenpaar. Und das Kohlenstoffatom hat jetzt acht Elektronen in seiner äußeren Schale. Also alle Atome haben genau die Anzahl an Elektronen in ihren äußeren Schalen, die sie brauchen.
Der Name dieser Verbindung, die hier entstanden ist, ist das sogenannte Methan. Wie sieht es jetzt bei den anderen Verbindungen aus oder bei den anderen Elementen? Welche Verbindungen entstehen dann, wenn sie sich mit Wasserstoff verbinden? Stickstoff kann sich, wie gesagt, mit 3 Wasserstoffatomen verbinden, weil es 3 ungepaarte Elektronen in seiner äußeren Schale hat. Dabei entsteht der sogenannte Ammoniak. Sauerstoff kann sich mit, hat 2 ungepaarte Elektronen in seiner äußeren Schale, kann sich also mit 2 Wasserstoffatomen verbinden und das entspricht dann dem Wasser. Und der Fluor kann sich mit genau einem Wasserstoffatom zusammentun. Es entsteht Fluorwasserstoff dabei. Diese Anzahl der ungepaarten Elektronen in der äußeren Schale eines Elements, die dann auch der Menge an Wasserstoffatomen entspricht, mit der sich das Element verbinden kann, die wird als Valenz bezeichnet. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft eines Elements und ist auch relativ leicht für die verschiedenen Elemente abzuleiten, weil sie einem eben sagt, mit welchem Element sich das jeweilige Element in welchem Zahlenverhältnis verbinden kann. So, dann möchte ich mal die Regeln zusammenfassen, die bestimmen, auf welche Weise Atome miteinander interagieren können und welche Moleküle sie bilden können. Die Interaktionen zwischen Atomen hängen von ihrer äußeren Elektronenschale ab und von den Elektronen, die es in dieser Elektronenschale gibt. Und ein sehr wichtiger Mechanismus, wie Atome miteinander interagieren können, ist, dass sie eben ein gemeinsames Molekülorbital bilden aus 2 Atomorbitalen von verschiedenen Atomen, die jeweils mit einem einzelnen Elektron besetzt sind. Deswegen kann man in vielen Fällen diese Anzahl an Bindungen, die Atome bilden können, dadurch bestimmen, indem man die Zahl der einzelnen Elektronen oder einsamen Elektronen in der Elektronenschale abzählt. Und ich habe euch gezeigt, dass es relativ einfach ist, diese Anzahl zu bestimmen. Wenn man die erstmal kennt, kann man sich also überlegen, welche Kombinationen zwischen 2 Atomen oder 2 Elementen möglich sind. Und man kann sich auch überlegen, ob eine bestimmte Formel, die man sieht, korrekt ist oder nicht korrekt ist. Dieses relativ einfache Bild wird durch 2 Sachen noch etwas komplizierter. Zum einen, es gibt nicht nur Einfachbindungen zwischen Atomen, sondern es gibt auch Doppelbindungen, wie ihr hier im Hintergrund seht, oder auch Dreifachbindungen sogar, die ich gleich vorstellen werde. Und das zweite Punkt ist, dass es in vielen Fällen um die räumliche Anordnung dieser Atome geht, oder beziehungsweise in der Chemie ist diese räumliche Anordnung eben sehr wichtig in einem Molekül. Und dafür gibt es dann eben aber auch relativ einfache Regeln, die ich euch auch im zweiten Teil dieses Videos vorstellen werde. Neben diesem Zahlenverhältnis der beiden Molekülpartner müssen wir uns aber noch die räumliche Struktur des Moleküls ansehen, weil die für die Chemie und für alles Weitere in der Chemie sehr wichtig ist. Bei der Gelegenheit fällt mir auf, dass ich zum Bohr noch dazu sagen wollte, dass das Bohr uns leider ein bisschen zu kompliziert ist und wir es deswegen hier nicht weiter besprechen. Das werde ich in einem späteren Video nachholen. Wenn wir jetzt also die Struktur dieser Moleküle uns anschauen, dann sehen wir, dass der Bindungswinkel beim Methan 109 Grad beträgt, beim Ammoniak 107 und beim Wasser 104, also alle in einer ähnlichen Größenordnung ein bisschen abnehmend. Und wie können wir das mit unseren Atomorbitalen erklären, diese Bindungswinkel? Nun leider erst einmal gar nicht, denn die einzige Erklärungsmöglichkeit, die es hier gäbe, wären die P-Orbitale, die unterschiedliche Winkel einnehmen, aber die sitzen immer genau im Winkel von 90 Grad zueinander und nicht von 109 oder 104. Also diese schiefen Winkel ergeben sich aus diesem einfachen Atommodell überhaupt nicht, sondern sie ergeben sich nur, wenn man diese verschiedenen Orbitale der zweiten Schale miteinander mischt und zu neuen Orbitalen kombiniert. Das nennt man dann eine Hybridisierung. Und da wir in diesem Fall ein S-Orbital mit 3 P-Orbitalen vermischen, sprechen wir hier von einer SP3-Hybridisierung. Wenn man das also macht, das kann man mathematisch machen, dann ergeben sich 4 neue Orbitale, die jetzt alle die gleiche Energie haben, im Gegensatz zuvor, wo es ja unterschiedliche Energien gab, und die alle an den Ecken eines Tetraeders mit dem Kohlenstoffatom im Mittelpunkt sitzen. Und der Winkel in so einem Tetraeder, der entspricht genau 109 Grad, also genau dem Bindungswinkel des Methans, das wir vorhin kennengelernt haben. Mithilfe solch einer SP3-Hybridisierung können wir uns also genau den Bindungswinkel des Methans herleiten und im Prinzip die Bindungswinkel des Ammoniaks und des Wassers auch, wenn wir davon ausgehen,
dass die freien Elektronenpaare ja auch in der äußeren Schale noch sitzen und dass die ein bisschen mehr Platz für sich in Beschlag nehmen, als es die Molekülorbitale tun. Dann ergibt sich relativ zwanglos der Winkel des Ammoniaks zu 107 Grad und der des Wassers zu 104 Grad. Bis jetzt habe ich euch also Verbindungen der verschiedenen Elemente mit Wasserstoff vorgestellt und damit auch ihre Valenzen. Jetzt kommen wir einmal zu Verbindungen mit einem weiteren Element, mit Sauerstoff. Sauerstoff hat, wie ihr seht, eine Valenz von 2, hat also 2 ungepaarte Elektronen in der äußeren Elektronenhülle. An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine etwas andere Darstellungsweise einführen. Wir haben ja bisher jedes Elektron in der Elektronenhülle eines Elements durch einen Punkt dargestellt. Ich hatte es vorhin beim Wasserstoffmolekül bereits erwähnt. Man kann Paare von Elektronen auch als Striche darstellen. Also ein Strich hier in dem Sauerstoffmolekül entspricht immer 2 Elektronen oder einem Elektronenpaar und erlaubt es eben, das Ganze etwas übersichtlicher darzustellen. Weil Sauerstoff eine Valenz von 2 hat, kann es, wie schon bereits dargestellt, mit 2 Wasserstoffatomen eine Verbindung eingehen, in dem Fall das Wasser. Es kann aber auch eine Doppelbindung ausbilden und das tut es, wenn es sozusagen ein Molekül mit sich selbst bildet. Also 2 Sauerstoffatome zusammen werden eine Doppelbindung bilden und haben dann, jedes dieser Atome hat noch 2 ungepaarte Elektronenpaare in seiner äußeren Hülle und dann eben diese beiden Molekülorbitale, also hat jedes Atom insgesamt 8 Elektronen in seiner äußeren Hülle. Diese Bindungsmöglichkeiten ergeben sich auch mit anderen Elementen, wenn die entsprechenden Valenzen haben. Die anderen Elemente habe ich hier ganz allgemein mit R dargestellt. Man kann also entweder einfach Bindungen ausbilden, der Sauerstoff mit anderen Elementen, dann spricht man von einem Hydroxid, oder wenn es sich um ein Kohlenstoffatom handelt, dann spricht man auch von einem Alkohol. Daneben kann aber Sauerstoff eben auch mit anderen Elementen Doppelbindungen ausbilden, wie wir noch sehen werden. Kommen wir zum Kohlenstoff. Die Verbindung mit dem Wasserstoff hatte ich ja bereits dargestellt, das Methan, eben ein Kohlenstoff verbunden mit 4 verschiedenen Wasserstoffatomen, die alle mit einem Winkel von 109 Grad voneinander angeordnet sind. Hier möchte ich jetzt auf die Verbindung mit Sauerstoff eingehen und die einfachste Verbindung dieser Art wäre das Methanol, bei dem also eine Hydroxygruppe, eine OH-Gruppe an ein Kohlenstoffatom gebunden ist. Ansonsten ist es genauso aufgebautes Molekül wie das Methan. Das wäre also eine Einfachbindung zum Sauerstoff. Ein Molekül, bei dem wir dann eine Doppelbindung zum Sauerstoff haben, ist das Formaldehyd. Und eine weitere Verbindung mit einer Doppelbindung wäre die Ameisensäure, bei der noch eine OH-Gruppe hinzugekommen ist oder ein Wasserstoffatom gegen eine OH-Gruppe ausgetauscht wurde. Die Verbindung, die schließlich die meisten Doppelbindungen hat, also 2 Doppelbindungen zu Sauerstoffatomen, wäre das Kohlendioxid. Ihr seht, dass der Bindungswinkel bei den Verbindungen mit Doppelbindungen nicht mehr 109 Grad beträgt, also können wir die geometrische Anordnung dieser Verbindung nicht mehr mit einer einfachen sp3-Hybridisierung erklären, wie beim Methanol und beim Methan. Und deswegen müssen wir uns noch etwas mit anderen Hybridisierungen beschäftigen. Hier zunächst einmal mit einer sp2-Hybridisierung. Diese Hybridisierung, um die handelt es sich immer, wenn wir eine einzelne Doppelbindung vorliegen haben. Es werden nämlich nicht mehr alle 4 Orbitale der zweiten Schale miteinander vermischt, sondern nur noch 3 von ihnen. Ein P-Orbital bleibt übrig und dieses P-Orbital ist dann eben für die Ausbildung der Doppelbindung verantwortlich. Die anderen 3 Orbitale, die neu entstehen, die sogenannten sp2-Orbitale, 3 Stück, sind in einer Ebene angeordnet und immer um den Winkel von 120 Grad umeinander versetzt. Eine weitere Hybridisierungsmöglichkeit ergibt sich, wenn wir nur noch 2 Orbitale miteinander vermischen, nämlich ein S- und ein P-Orbital. Dann sprechen wir von einer sp-Hybridisierung. Es kommen dann natürlich auch wieder 2 Orbitale raus, die auch wieder das gleiche Energieniveau haben und die jetzt um den Winkel von 180 Grad voneinander entfernt sind, also auf genau gegenüberliegenden Seiten des Atoms liegen. Die beiden verbliebenen P-Orbitale sind demgegenüber jeweils um 90 Grad gedreht. Schauen wir uns an, wie das bei einer konkreten Verbindung aussieht. Und als einfachstes Beispiel habe ich mir hier das
Formaldehyd ausgesucht. Hier noch dargestellt, noch ohne die p-Orbitale. Wir sehen also jetzt vom C ausgehend nur die sp2-Orbitale, alle in einer Ebene und alle um 120 Grad gegeneinander gedreht. Und beim Sauerstoff sehen wir noch die beiden Kugeln, die ich da noch dargestellt habe. Das sollen die besetzten Elektronenpaare sein in der Elektronenhülle des Sauerstoffs, die eben auch als sp2-Hybridorbitale vorliegen und auch um 120 Grad gedreht sind und eben auch innerhalb einer Ebene. Dass das ein ebenes Molekül ist, sieht man, wenn man das ein bisschen dreht. Und jetzt können wir auch das p-Orbital mit eintragen, das p-Orbital des Kohlenstoffs und das des Sauerstoffatoms. Und diese p-Orbitale liegen also auch zusammen in einer Ebene und können deswegen gemeinsam eine Doppelbindung ausbilden und die dann eben ja noch zu der Einfachbindung mit dazukommen. Und das ist sozusagen auch, um es zusammenzufassen, ein ganz wichtiges Merkmal von Molekülen mit solch einer sp2-Hybridisierung, dass erstens mal alle beteiligten Atome und Bindungen in einer Ebene liegen, also flach sind, und dass die ganzen Substituenten, also die ganzen Bindungen, jeweils um 120 Grad gegeneinander gedreht sind. Kommen wir zu Atomen mit sp-Hybridisierung. In dem Fall handelt es sich um das Kohlenstoffatom in der Mitte zwischen den beiden Sauerstoffatomen. Die beiden Sauerstoffatome haben sp2-Hybridisierung, wie wir es gerade schon kennengelernt haben. Sie haben also jeweils ein p-Orbital, das sie für eine Doppelbindung nutzen können. Das Kohlenstoffatom in der Mitte ist sp-hybridisiert. Das heißt, es hat zwei sp-Hybridorbitale, die um 180 Grad gegeneinander verdreht sind. Und es hat zwei p-Orbitale, die um 90 Grad gegeneinander gedreht sind und mit denen es zwei Doppelbindungen ausbilden kann. Eins zum oberen Sauerstoffatom und eins zum unteren Sauerstoffatom. Gut, und hier zum Abschluss noch ein Molekül, bei dem beide Atome sp-hybridisiert sind. Also wo es dann zu einer Dreifachbindung zwischen diesen beiden Atomen kommen kann, der Blausäure. Wir haben also ein C-Atom und ein N-Atom. Beide sind sp-hybridisiert, das heißt, beide haben nur zwei Hybridorbitale, die genau um 180 Grad gegeneinander verdreht sind. Und beide haben je zwei p-Orbitale, die auch wieder um 90 Grad gegeneinander gedreht sind und die beide Bindungen miteinander eingehen können. So kommt es dann eben zur Dreifachbindung bei der Blausäure. Nun, vielleicht klang das jetzt mit den ganzen Hybridisierungen und Orbitalen und Drehungen etwas kompliziert. Im Prinzip lassen sich die Regeln, die diese räumliche Anordnung der Atome bestimmen, bei Molekülen aber ziemlich einfach zusammenfassen. Und das will ich jetzt mal hier versuchen. Also wir haben entweder den Fall, dass es nur Einzelbindungen gibt an einem bestimmten Atom, dann ist dieses Atom in der Regel sp3 hybridisiert, es sei denn, es handelt sich um Wasserstoff. Das heißt, dass alle Bindungen gegeneinander um den Winkel von 109 Grad gedreht sind und dass diese Substituenten, wie man sie nennt, sich auf den Ecken eines Tetraeders befinden und das Zentralatom eben dann in der Mitte. Gut, das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass es eine Doppelbindung gibt. Dann sind die beiden Atome, die an dieser Doppelbindung beteiligt sind, in der Regel sp2 hybridisiert. Und das heißt, dass alle Bindungen, die nach außen gehen, in einer Ebene liegen und dass diese Bindungen gegeneinander um den Winkel 120 Grad gedreht sind. Und die dritte Möglichkeit, die es noch gibt, ist, dass wir entweder eine Dreifachbindung vorliegen haben oder zwei benachbarte Doppelbindungen. Dann sind die beteiligten Moleküle oder das beteiligte Atom sp-hybridisiert. Und das bedeutet, dass die beiden Orbitale und damit auch die Bindung um den Winkel von 180 Grad gedreht sind. Das ist also ein lineares Molekül, ist kein gewinkeltes. Und dass wir entweder eben, wie gesagt, eine Dreifachbindung oder zwei benachbarte Doppelbindungen vorliegen haben. So, ich hoffe, ihr habt bis zu diesem Punkt zugesehen. Dann, falls ihr das getan habt, dann könnt ihr jetzt einfache Moleküle zusammenbauen und könnt auch ihre räumliche Anordnung vorhersagen. Und das ist schon mal ziemlich viel. Vor allen Dingen die Moleküle, über die es hier ging, sind eigentlich relativ weit verbreitet und ziemlich wichtig in unserer Umwelt. In Wirklichkeit ist dieses einfache Bild, was ich euch heute gezeigt habe, natürlich etwas noch komplizierter. Es gibt drei Dinge, die ich hier mal benennen möchte. Zunächst mal gibt es eben größere Elemente, also schwerere Elemente, die eine kompliziertere äußere Schale haben.
Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Atome miteinander interagieren können, außer eben durch die Bildung von Molekülorbitalen aus Atomorbitalen mit einfachen Elektronen. Und schließlich werden solche Molekülorbitale eigentlich theoretisch auch von mehreren Atomen können sie gebildet werden, also dadurch, dass die Atomorbitale mehrere Atome miteinander interagieren. Das haben wir ja alles nicht betrachtet und das werde ich dann eben in späteren Videos zur Sprache bringen. Wenn ihr also mehr über Chemie wissen wollt oder über den Zusammenbau von Molekülen, dann bleibt an meinem Kanal dran.